Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei uns zu einer weiteren Folge Red Dead Online. Und heute mal mit einem kleinen extra Schmankerl, weil der ZMC hat eine Schatzkarte gefunden. Er weiß gerade nicht, woher er sie hat. Ich habe noch keine gekriegt, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen die Schatzsuche. Und von daher würde ich sagen, hallo ZMC, wie geht's dir? Hi mein Freund, hallo liebe Freunde. Naja, vielleicht liegt's einfach daran, dass ich halt ein friendly Cowboy bin und nicht so wie das Pferd von dem lieben Gonzo, böser Onkel. Ne? Ja gut, kleiner alles klar. Kleiner Onkel, nicht böser Onkel. Ja, ich Onkel. Weiß. Alles klar, natürlich. Okay. Ich markiere hier mal das Suchgebiet und dann würde ich doch mal sagen, reisen wir oder reiten wir dahin und und dann lass uns doch mal den Schatz suchen, mein Freund. Ja, gerne, weil von der Schatzsuche habe ich bereits gehört, aber ich hatte sie halt noch nicht und ja, also für mich sehr, sehr interessant gerade. Wow, wie reite ich denn hier? Hältst du Schritt, Pferd? Nicht so ganz. Irgendwas stimmt gerade mit meiner Kamera hier nicht. So. Komisch. Hä? Meine Kamera geht gerade nicht mit. Einen Moment, ich werde mal einmal kurz in Kinomodus gehen. So. Ja, mein Freund, dieses Problem kenne ich auch. Ja. Irgendwie ist mein Pferd gerade ziemlich langsam. Oder meines ist brutal schnell. Ja, eins von beiden, aber ich bin auch gerade etwas langsam. Ja, Freunde, ich habe mir gerade in dem Stall, das habt ihr ja am Ende der letzten Folge noch gesehen, ich habe mir einen neuen Sattel gegönnt, den gab es für mich auch noch kostenlos. Ich habe mir jetzt denselben geholt wie dem seiner von ZMC, also diesen Krokodilsattel. Ja, nun, alles was umsonst ist immer gut. Umsonst, kostenlos, gratis, immer her damit. Ja, ich habe wegen was anderem gelacht. Okay. Ich glaube, es hätte fast den ersten Piep gegeben. Nein, gut. Okay, meine Markierung ist weg. Dadurch, dass ich im Kinomodus war, jetzt zurückgekommen bin, jetzt ist hier irgendwie... Jetzt muss ich mal gucken, wo du bist. Oh shit, das geht runter. Ganz geil. Alter Schwede, da geht's richtig runter. Ja, dann weiß ich, wo du bist. Genau, da vorne bist du. Frage ist, wie komme ich jetzt dahin? Hier geht's runter. Ja, genau, hier geht's runter. Ruhig, Brauner, ruhig. Mal gucken, wie wir hier durchkommen. Alter, so, jetzt hat MC schon auf der anderen Seite des Flusses. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Ich bin komplett woanders. Mir hat es jetzt soeben auch die ganze, jetzt habe ich wieder einen Wegpunkt. Komischerweise. Ja, meiner war auch weg, aber ich bin ganz normal, weiter geritten. Hör auf. Komisch. Ja, Bock, ey, mein... Jetzt ist mein Pferd auch wieder schnell. Komischerweise. Ja, dafür bockt jetzt meines rum. Aber anders. Alter Schwede, ich geh mal im Kinomodus raus. Ach, ich hab einen Spieler hier. Okay, der reitet weiter. Was ist jetzt los? Weiß ich nicht. Alter Schwede. Ey. Wie kann ich die Perspektive ändern, mein Freund? Mit dem Touchpad. Ah, jetzt geht's wieder. Hä? Ich stehe hier irgendwie total am... Irgendwie bockt es jetzt bei mir rum, mein Freund. Und ich habe hier jetzt einen Spieler am Arsch. Ich weiß nicht, was er von mir will.
Jetzt steht ein einzelnes Ross. Ich will einer. Ja, ich komme ja schon. Ich helfe dir. So ein Idiot. So ein blöder Idiot. Wo ist mein kleiner Onkel? Der hat mich einfach mit dem Lasso gefesselt und sich mich hinterhergezogen. Muss man denn hier jeden killen, der einem zu nahe kommt? Ist es denn wahr? Mann. Okay, ich bin jetzt gleich hinter dir und wir werden da von einem Typen verfolgt. Schon wieder einer. Ja. Oh, mein Pferd bockt. Warte, ich muss langsamer. Ja, bin ich jetzt an dir vorbeigeritten? Ja. Gut. Hinter dir? Nein, gut. Drück doch nicht hier in die Kutsche rein. Ja, drück dich nicht dazwischen. Ja, ich muss langsamer reiten. Ein Pferd. Ich guck einfach mal, wie weit das jetzt noch ist. Ich bin jetzt im Kinomodus und dann... Alles klar, mein Freund, alles klar. Das ist ja direkt in der Nähe unseres Camps. Ja, sag ich ja. Okay, nicht schlecht. Da hätten wir ja auch hier in der Nähe anfangen können, ne? Mal gucken, ob ich hier hochkomme. So, mein Freund. Alter Falter, geh doch mal aus der Kino-Dingens hier raus. So. So. Also, ich bin jetzt hier. Okay. Gut. Dann bin ich mal gespannt. Gucken, ob ich da was finde. Ey! Ich guck mal, ob ich an deiner Schatzsuche teilnehmen kann. Ja, kann ich. Komischerweise. Mir wird's hier vorne angezeigt. Oder das kann dann natürlich auch nur dieses Pflänzchen hier sein, was mir jetzt angezeigt wurde. Es ist das Pflänzchen. Ich steig mal ab. Ich muss auch kurz... Das Problem ist halt, dass ich das Suchgebiet halt nicht sehe, weswegen ich auch einfach mal davon ausgehe, dass ich an dieser Schatzsuche einfach nicht teilnehmen kann. Mhm. Aber gut. Ich sehe eigentlich... Ja, gut, ich sehe... Warte mal, ich habe mein Pferd kurz... Suchgebiet, ja. So, ich musste meinem Pferdchen was gönnen. So, das hat ein Leckerchen gekriegt. Tasche. Nein, ich will ins Pferd da gehen. Warte mal.
machst du, wenn ich dich fragen darf? Hm? Ah, du hast einen Wegpunkt gesetzt. Okay. Ja. Ja, gut. Ich meine, du kannst natürlich auch deine Sinne reinknallen, ne? Dann siehst du es ja auch, was es ist. Naja. Finde ich auch. Der Hasenfährte, ja, jetzt gute Frage. Naja, wie gesagt, leider Gottes, ich kann nicht dran teilnehmen an deiner Suche. Wenn ich meine Sinne reinmache, wird mir hier gar nichts, aber auch wirklich absolut rein gar nichts angezeigt. Aber, obwohl mir nichts angezeigt wird, habe ich wahrscheinlich deine Kiste gerade gefunden. Mhm. Wir müssen hier irgendwie hochkommen. Oh, und Stein. Dann hier vorne runter. Das war zu früh runter. Okay. Hier vorne runter. Hier steht auf jeden Fall eine Kiste. Ja. Und wenn ich die jetzt... Ja, okay, das wird mir auch angezeigt. Aber es ist deine Schatzsuche, deswegen darfst du zuerst... Ach, danke, mein Freund. Ist komisch, dass mir deine Schatzsuche dann doch, wenn ich jetzt meine Sinne einschalte, da, seht ihr, Freunde, da wird mir die Kiste jetzt angezeigt. Alles klar. Mach ich mal auf. Alter! 184, ich habe $122 gekriegt. Wow, okay. Das Dumme ist halt nur, doch, kann ich. Ich kann sie öffnen. Ja, ich kann sie öffnen, ich kann sie öffnen und... ja, ich kann sie öffnen. Aber du kriegst nichts, oder was? Nein, 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 ich kriege gar nichts. Ich kriege gar nichts. Nee. Echt jetzt? Scheiße. Was machst du? Boah, ich wollte mal testen, wie ich springen kann. Ja, okay. Es gibt, glaube ich, auch gar keinen anderen Weg runter, ne? Doch, ich könnte vielleicht hier auf die Kiste draufklettern. Und dann hier hoch. Ja, macht er. Macht er. Ja, aber das ist das, was ich gesagt habe, ne? Schatzsuche soll unwahrscheinlich viel Geld geben. Ich weiß nicht, woher du die gekriegt hast. Ich habe keine gekriegt, zumindest... Ich gucke jetzt nochmal in meiner Tasche, weil normalerweise müsste die ja dann hier im Arznei, Zutaten, Materialien, Gepäck. Ich habe hier noch die Köder, ich habe hier den Taschenkatalog. Nee, ich habe noch ein paar Wertgegenstände, aber nicht viel. Und bei neu habe ich auch nichts. Nein, ich habe definitiv keine Karte. Okay. So. Ich habe uns da noch was geschossen. Jo. Ach du, willst du da runter? Nö. Nee, ne? Nö. Gut. Ich wollte nur mal gucken, ob mein Pferd suizidgefährdet ist. Also, ich würde doch jetzt mal vorschlagen, mein Freund. Was machen wir? Ich hätte bei Wallace Station hätte ich noch fremde Person. Ja, dann lass uns die doch machen, weil das müsste ja eigentlich relativ nah von hier sein. Wir sind hier in der Nähe von Wellenthal. Oder wir gehen hoch zu Cairo Lake. Nee, komm, wir gehen zu Wallace Station, ne? Ja. Setzen Sie bitte einen Punkt. Natürlich, mache ich. Muss nur ranzoomen, nicht wegzoomen. Weil es da ein bisschen überschnitten ist. So. Alles klar, mein Freund. Ja, in der Nähe ist jetzt auch relativ, aber kriegen wir hin. Ich reite da mal aus. So, Freunde, da sind wir angekommen bei unserer nächsten Mission. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier vorne irgendwo das Pferd anbinden können. Warte mal. Hier haben wir ja auch einen Hehler. Sehe ich das richtig? Ist das ein Hehler? Das müsste eigentlich ein Hehler sein. Da könnten wir dann ja vorher noch mal eben was verkaufen. Gibt's auch einen Schlachter? Na, ich glaube, der Hehler...
Ja. Oder bist du ein gemischter Anwender? Ich verwechsel die immer. Nee, ich kann dir leider nichts verkaufen. Schade. Aber ich kann mir wieder was abholen, aber das wird wahrscheinlich immer noch meine restliche Munition sein. Ich kann gar nichts machen, warum nicht? Muss ich denn wirklich außen dran? Oh, Garderobe. Ah, okay, hier könnte ich mir Outfits wechseln, das will ich jetzt aber natürlich nicht. Na, ja, man kann leider nichts verkaufen. Ja, leider, Mann. Gut, alles halb so wild. Ich gehe auch noch hier zu dem. Welcome. How do you do? Ja, und es ist immer noch nur die Gewehrmunition. Und warum kann ich? Muss ich außen rum? Kann ich nicht im Laden drin das Ganze? Nein. Oh Mann, ey, der mich. Ja, das ist etwas blöde gemacht. Zumal jetzt werden die Tiere ja auch wieder verschwinden, wenn wir die Mission annehmen. Mhm. Aber nun gut, so soll es dann halt sein. Stopp. Nein, du solltest das Pferd einfach anbinden. Sir? Sorry, gonna need somebody more senior for this. So. Okay, ich muss ihn zuerst kosten lassen. Wie lange quasselt er? Immer noch. Okay, bei mir passiert gar nichts. Aber dir passiert nichts? Nee, okay. Here, take this note. I don't know what it says. Ah, jetzt. I don't really care, but apparently there's money in it. Okay. Do you want this or not? Ich kann die Mission. Ah, jetzt kann ich die Mission. Ja. Also hat es wieder rumgebackt. Ja. Na, Postkutsche wieder. Liefere die Vorräte ab, alles klar. Gut, diesmal darfst du reiten, du bist Truppführer, ich beschütze uns. Nee, wir können Fahrer wechseln. Wir können auch Fahrer wechseln. Nee, komm, mach. Das war der Startschuss. Ja, ZMC braucht einen Startschuss. Das ist okay. Ja, lass mich doch mal. Ich werde mal direkt die Map ein bisschen im Auge behalten nach gegnerischen Spielern. Wo müssen wir. Oh, Alter, wir haben ja einen ganz, ganz langen Weg vor uns, ne? Okay. Wir werden eine Abkürzung nehmen. Ich gehe jetzt mal geradeaus. Du siehst eine gelbe Linie, ne? Ja. Wird die gelbe Linie jetzt rot bei dir? Nein. Scheiße. Okay, ich werde dir dann aber sagen, wo wir herfahren, weil wir nehmen eine Abkürzung. Ich darf ihn da. Fahr einfach erstmal den Weg und dann. Ja, ist noch ein Stück. Naja, klar. Alles gut, wir haben ja noch 13 Minuten Zeit. Ja. Ab durch die Mitte hier. Ja,
Geil. Und zwar geht's hier vorne jetzt gleich rechts runter. Da müssen wir noch den Fluss durchqueren. Ja. Und wenn wir den Fluss durchquert haben, werden wir nicht links reiten, wie angezeigt wird, sondern wir werden rechts reiten. Also über den Fluss und dann rechts, ne? Genau. Und rechts. Genau. Und jetzt gabelt sich hier die Straße, da reitest du bitte links. Verstanden? Links. Genau diesen Weg. Genau diesen Weg entlang. Das ist eine Abkürzung. Das spart uns garantiert 2 Minuten. Jetzt? Geradeaus. Folgen Sie einfach der Straße, bis ich was anderes sage. Also wie beim Fahrlehrer. Genau. Hier gabelt sie sich, hier bitte rechts hoch. Mhm. Und jetzt bist du wieder auf dem normalen Weg. Yep. Wir haben einen wirklich extrem viel am Weg jetzt gespart. Mal, ob die gelbe Linie auch richtig ist. Mhm. Ja, jetzt sind wir auf dem direkten Weg. Jawohl, wunderbar. Was wir allerdings noch machen könnten, ist sicherer. Wir machen es jetzt anders. Yes. Ja. Und zwar kannst du hier gleich links fahren. Das ist sicherer, da müssen wir nicht durch die Stadt. Also jetzt hier gleich. Genau, hier links. Ja. Genau. Durch den Fluss durch. Genau. Und der einfach dann der Straße folgen. Eichhörnchen. Geil. Ja, wird uns auch jetzt wieder als richtiger Weg angezeigt. Alles klar. Ja. Dann einfach der gelben Linie folgen. Oh, vorne ist rot bei mir auch bekannt. Ja. Rot? Ja. Aber wir sind fast da. Also von daher gar kein Problem. Nur noch hier runter, leicht links. Und anhalten. Perfekt. Gut. Mal schauen, was wir kriegen. Wieder unsere $3,61 Dollar wahrscheinlich. $3 sogar nur. $3,21 habe ich. Gekriegt. Aber ich bin jetzt Rang 9. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, und ich Rang 8. Was habe ich hier?